Zerstörungswut im Landtagswahlkampf. Wie vor jeder Wahl werden auch diesmal wieder Wahlplakate mutwillig zerstört. Auch wie immer sind es dabei hauptsächlich Plakate der FPÖ, die den Vandalenakten zum Opfer fallen. Johann Schürz, Landesparteiobmann der FPÖ, meint, es handelt sich um eine konzertierte Aktion. Innerhalb eines kurzen Zeitraums wurden im Bezirk und im ganzen Burgenland gezielt ca. 70 Plakatständer der FPÖ zerstört. Es kann sich daher nur um eine im Burgenland gut organisierte Gruppe handeln. Es sind an die 70er Plakatständer beschädigt worden. Was besonders natürlich auffällt an der Aktion ist, dass diese Aktion von Sonntag auf Montag passiert ist. Das heißt, es dürfte eine konzertierte Aktion sein. Das ärgert mich gar nicht. Es erschüttert mich nur. Nicht? Denn ich glaube ja auch, dass die Bevölkerung das anders sieht. Ja, die Anzeigen wurden bereits erstattet. Die Polizei hat schon mit den Nachforschungen und mit den Erhebungen begonnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Freiheitlicher schon gewalttätig worden ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Freiheitlicher schon mal bei irgendeiner Veranstaltung der SPÖ demonstriert hätte oder mit Pflastersteine geworfen hätte oder bei einer grünen Veranstaltung oder bei irgendeiner anderen Veranstaltung. Das ist jetzt gar nicht parteipolitisch bezogen. Und daher werden wir diese oder verurteilen wir diese Gewaltaktionen aufs Schärfste. Und wir werden eine Ergreiferprämie aussetzen. Das heißt, jeder, der dazu beiträgt oder einen sachdienlichen Hinweis weitergibt, wo ein Gewaltakt dann zur Aufklärung führt und derjenige dann auch natürlich zur Bestrafung kommt, mit 1.000 Euro belohnen. Nach dieser kurzen Zusammenfassung können Sie jetzt die komplette Pressekonferenz sehen. Danke fürs Kommen zur heutigen Pressekonferenz. Es ist so, dass im Zuge des Wahlkampfs jetzt Gewaltakte ersichtlich worden sind. Die Gewaltakte erstrecken sich zu 99% auf die Freiheitliche Partei, zumindest auf das Werbematerial der Freiheitlichen Partei, auf Plakatständer, 16 Bogenständer und so weiter. Es sind an die 70er Plakatständer beschädigt worden. Ich habe heute gehört vom Abgeordneten Georg Koboschitz, dass es jetzt auch schon in Neusiedl losgeht, also in Neusiedl, aber dazu wird der Gerd noch etwas sagen. Und was besonders natürlich auffällt an der Aktion ist, dass diese Aktion von Sonntag auf Montag passiert ist. Das heißt, es dürfte eine konzertierte Aktion sein, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass in einer so kurzen Zeit so viele Plakatständer beschädigt wurden und natürlich teilweise mit einem Gewaltakt, der Wahnsinn ist. Nicht? Also man muss einmal Eisenstangen verbiegen können, man muss einmal, abgesehen von den Fußtritten gegen die Plakate, abgesehen davon, dass sie heruntergerissen worden sind, aber man muss einmal wirklich einmal erkennen, dass da das eine konzertierte Aktion war, direkt auf die Werbematerialien der Freiheitlichen Partei. Das ärgert mich gar nicht, es erschüttert mich nur, nicht? Denn ich glaube ja auch, dass die Bevölkerung das anders sieht, ich bin überzeugt davon und mich haben sehr viele angesprochen, dass Menschen sagen, warum tut man so etwas? Wir sind ja froh, dass wir in einer Demokratie leben und es ist ja sehr, sehr wichtig, dass verschiedene Parteien kandidieren. Ja, die Anzeigen wurden bereits erstattet, die Polizei hat schon mit den Nachforschungen und mit den Erhebungen begonnen und diese Erhebungen werden natürlich von uns auch unterstützt werden. Es gibt bereits Hinweise, die aber aus meiner Sicht noch nicht so konkret sind, dass man damit an die Öffentlichkeit gehen kann. Aber wir werden im Hinblick auf den weiteren Wahlgang natürlich schon auch klar festhalten und auch der Bevölkerung mitteilen, dass wir jetzt wirklich Augenmerk darauf legen werden, auch von mir aus um 1 in der Früh oder um 2 in der Früh, denn das kehrt sich einfach nicht und das tut man nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Freiheitlicher schon gewalttätig worden ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Freiheitlicher schon mal bei irgendeiner Veranstaltung der SPÖ demonstriert hätte oder mit Pflastersteine geworfen hätte oder bei einer grünen Veranstaltung oder bei irgendeiner anderen Veranstaltung. Das ist jetzt gar nicht parteipolitisch bezogen. Und daher werden wir diese oder verurteilen wir diese Gewaltaktionen aufs Schärfste und wir werden
eine Ergreiferprämie aussetzen. Das heißt, jeder, der dazu beiträgt oder einen sachdienlichen Hinweis weitergibt, wo ein Gewaltakt dann zur Aufklärung führt und derjenige dann auch natürlich zur Bestrafung kommt, mit 1.000 Euro belohnen. Das heißt, es gibt eine Ergreiferprämie von 1.000 Euro. Und wenn 5 Personen uns sachdienliche Hinweise geben, dann bekommen 5 Personen 1.000 Euro. Wir wollen einfach damit zeigen, dass man das einfach nicht tut. Also wir leben in einer Demokratie und da ist es notwendig, Fairness zu haben. Und Fairness ist aus meiner Sicht das oberste Gebot. Wir Freiheitlichen leben Fairness. Wir würden nie und nimmer irgendeinen Plakatständer einer anderen Partei beschädigen oder sogar herunterreißen. Und da verknüpfe ich gleich die Forderung der Freiheitlichen Partei nach Installierung einer Gemeindewache. Also hätten wir jetzt schon in manchen Ortschaften eine Gemeindewache gehabt, wäre vielleicht das nicht passiert, denn wir wissen ja alle, dass die Forderung der FPÖ nach Installierung einer Gemeindewache natürlich insofern einen Vorteil hätte, dass ca. 800 neue Arbeitsplätze geschaffen werden könnten mit einem Förderungsmodell. Genauso wie jetzt der Landeshauptmann Stellvertreter sagt, er möchte ein Fördermodell entwickeln, wo jemand 6 oder 7 Monate Förderung bekommt, wenn er einen Burgenländer beschäftigt. Das finde ich wirklich, also sowas von nicht nachvollziehbar. Es ist aus meiner Sicht eines Landeshauptmann Stellvertreter gar nicht würdig, so etwas zu nennen. Denn was bringt mir das, wenn ich einen Arbeitsplatz für 6 Monate schaffe? Die Gemeindewache würde eine Arbeitsplatzbeschaffung darstellen für unsere heimischen und Burgenländer, die halt längerfristig funktionieren würde. Und nachdem ja diese Gemeindewache auch mit Feldstechern, Nachtsichtgeräte, Notfunkgerät zur Polizei, Fotoapparat und so weiter und auch die Möglichkeit der Ausweiskontrolle ausgestattet werden würde, hätte man wahrscheinlich den einen oder anderen Vandalakt sofort zur Aufklärung bringen können. Ja, vielleicht einige Plakate. Man kann hier klar sehen, dass es eine Hochformat. Man kann hier klar sehen, dass natürlich auch die Eisenstangen zerstört wurden, verbogen wurden, dass alles heruntergerissen wurde. Das heißt, es ist definitiv ein Gewaltakt und ein Gewaltakt kehrt nicht in einen Wahlkampf. Da bitte ich jetzt alle Führungsfunktionäre der SPÖ, der ÖVP, der Grünen, alle darauf einzuwirken, dass man sowas einfach nicht tut. Das gehört ja nicht, wir brauchen Fairness und wir Freiheitlichen machen das sicher auch nicht. Das Zweite kann man dann erkennen, dass sogar 16 Bogenplakate heruntergerissen werden. Man fetzt die einfach herunter. Das ist wirklich eine Situation, die nicht zufriedenstellend ist. Und das ist, glaube ich, eine Situation auch, die kein Mensch in der Bevölkerung versteht. Ja, somit einmal mein Part zu dieser heftigen Aktion. Ich möchte jetzt den Gerhard noch bitten um Ausführungen und den Alex Petschnik noch kurz. Ja, bei uns im Bezirk Neusiedl am See hat es vorwiegend Angriffe gegeben auf die 16 Bogenständer. Sämtliche im Bahndorf aufgestellte 16 Bogenständer wurden beschädigt. Im Kreisverkehr, der im Kreisverkehr aufgestellte, wurde sogar überklebt. Also der Kopf vom HC Strache wurde überklebt und mit blödsinnigen Sprüchen versehen. Der zweite 16-Bogenständer, der draußen steht, Richtung Neusiedl am See, am Parkplatz von der Polizei, wurde die Plakathälfte komplett entfernt. Wie die das machen, ist mir schleierhaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Da finden sie nur mehr ein paar so Reißzungen vom Papier und sonst nichts mehr. Also wie denen das gelingt, ist mir schleierhaft. Bei mir in der Gemeinde in Bruckneudorf, im Ortsteil Kaisersteinbruch, ist ein 16-Bogenständer mit Hakenkreuzen und Beschimpfungen Richtung Strache versehen worden. Das sind Dinge, die kann man irgendwie nicht nachvollziehen, weil, wie der Herr Klubobmann schon gesagt hat, wir sind eine demokratisch organisierte Partei und würden niemals auf die Idee kommen, eine andere Veranstaltung nur zu stören, geschweige denn einer mitbewerbenden Partei,
die Plakate anzugreifen. Also auf die Idee kommt kein Freiheitlicher, das gibt es gar nicht. Und manchmal hat man schon den Eindruck, also bei mir in der Gemeinde in Bruckneudorf war es eine Zeit lang so, dass unsere Plakate mit Sprays und was weiß ich was verunstaltet worden sind. Das verlagert sich jetzt mehr auf diese 16-Bogen-Plakate. Wahrscheinlich haben sie dort mehr Spaß oder ich weiß nicht, was der Grund ist für solche Aktionen. Nur es ist natürlich schon zu bemerken, je aggressiver die Argumentationen gewisser Parteien werden, desto schwerer werden unsere Beschädigungen. Und da, glaube ich, sind schon alle Partei, Obmänner und Geschäftsführer gefordert, einfach auf ihre Klientel einzuwirken, das zu unterlassen. Weil das kann nicht Sinn einer Wahlwerbung sein, dass man dem Mitbewerber die Plakate zerstört. Ja, das ist schwachsinnig. Und ich gehe davon aus, dass es da Maßnahmen gibt von den zuständigen Funktionären, dass man das abstellt in Zukunft. Danke, Gerhard. Clubdirektor. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung von meiner Seite. Es ist ohnehin schon etwas oder einiges gesagt worden. Sie wissen, es hat ja vorige Woche eine Sitzung gegeben, auch medial beachtete Sitzung der Wahlkampfleiter, wo es ja um das Thema Fairness gegangen ist, das wir ja bereits, oder der Landesparteiverband Schürz ja bereits im Jänner gefordert hat und dem man jetzt offensichtlich einmal zumindest vordergründig näher treten wollte. Und es gehört einfach klargestellt, dass das Zerstören von Plakaten oder von sonstigen Werbeeinrichtungen, von persönlicher Gewalt möchte ich jetzt noch gar nicht sprechen, auch in anderen Bundesländern habe ich auch das schon gesehen oder erleben müssen, dass das nicht der Fairness dient und dass das kein faires Verhalten ist. Und ich möchte da auch die Kolleginnen und Kollegen Wahlkampfleiter der anderen Parteien aufrufen und ohne jetzt jemanden persönlich zu adressieren, aber es kommt halt meistens aus einer bestimmten politischen Ecke diese Gewalt, wenn man von einem Wahlkampf zum anderen das verfolgt, dann kann man das schön nachvollziehen, dass man einfach in den eigenen Reihen darauf hinwirkt, dass das zu unterlassen ist. Das hat weder mit Demokratie noch was zu tun, noch mit Fairness was zu tun, sondern das sind schlicht und einfach Zerstörungsakte, die eigentlich andere politische Mitbewerber, also in dem Fall die Freiheitliche Partei, mundtot machen sollen. Und das kann, glaube ich, nicht im Sinne irgendeiner Partei oder ihrer Vorfeldorganisation sein. Danke. Gut,